Fall gegen den FC Bayern München. Spiel ist jetzt eröffnet. Die Mühlis, ihr erstes Spiel mit 4:2 verloren gegen den SV Werder Bremen. Mit Licht und Schatten. Licht in der Offensive. Tolles Offensivspiel, mutige Aktion, genau wie hier jetzt. Von Jannis Kartenbrink. Aber in der Defensive dann doch etwas einfach zu bespielen. Und ja, eigentlich alle 4 Gegentore total vermeidbar. Und da fehlte sicherlich noch, ja, in meinen Augen der letzte Biss. Das war also nicht wirklich gut im Rückzugsverhalten. Der Mühli ist jetzt die Chance, es besser zu machen gegen die Bayern, die aber natürlich haushoch favorisiert in dieses Spiel gehen, denn sie besiegten Hertha BSC Berlin mit 4:0. Und haben jetzt die erste Chance in Person von Tobias Heiland. Hier die Ablage von Clemens Struck vom SV Schnathorst auf Jannis Kartenbrink. Er spielt beim FC Preußen Espelkamp. So. Im Tor wieder Moritz Sander. Freien Tor nach Dützen. Hier wieder Struck im Bannduell. Jetzt die Chance vielleicht. Zurückgelegt, jetzt Struck, Schnathorst! Aber kein Tor. Da war der Heindieter schon etwas zu früh. Der Ball guckte auf der Linie am Innenpfosten rein. Aber er wollte nicht reingehen. Schade, das wäre eine tolle Geschichte gewesen. Führungstor gegen die Bayern. Dann hätte Clemens Struck den Torwart überwinden können, der sich zuletzt noch von Robert Lewandowski, Arjen Robben und Franck Ribéry die Bälle hat um die Ohren hauen lassen. Christian Früchtl, für die, die heute Mittag nicht dabei waren, während die Bayern jetzt das 1:0 erzielen. In Person von Tobias Heiland. Also für die, die auch mit da nicht dabei waren. Im Tor der Bayern steht wirklich Christian Früchtl, der 15-jährige Keeper, der jetzt im Trainingslager mit in Katar war, bei der Mannschaft von Pep Guardiola. Tolles erstes Spiel gezeigt, viele, viele Chancen vereitelt. Eine Auszeichnung natürlich auch für dieses Turnier, dass so ein Spieler hier dabei ist. Jetzt die nächste große Chance für die Bayern. Aber Sander pariert. Wieder war es Heiland. Jetzt wieder gespielt. Wieder Heiland. Quergelegt. Schön gespielt. Aber da war die Hacke von Mika Vornheder. Gott sei Dank aus Sicht der Mühlis im Weg. Aber jetzt die nächste Chance. Heiland. 2:0. Und auch das war vermeidbar. Absolut vermeidbar. Einfaches Tor. Hätte man auf jeden Fall verteidigen können. Aber noch ist nichts verloren. Wie gesagt, nach vorne geht ja was bei unserer Auswahl. Alexander Nitzel am Ball. Wird gespielt auf Toni Trugancic. Wieder Nitzel, Trugancic. Kampf gewonnen jetzt von Vornheder. Oh, da hat sich David Wutzke etwas leicht überspielen lassen. Da ist wieder Wutzke. Ja, beim ersten Spiel schon gut. Franki Wiener, der bullige Stürmer der Bayern. Enorm viel Körperkraft, Dynamik. Jetzt der Wechsel bei unserer heimischen Auswahl wieder
auf den Startblock. Jetzt der lange Ball. Aber der ist aus. Nicht wirklich zielführend. Turgancic. Der Evina. Turgancic. Super enge Ballführung. Technisch sieht das sehr gut aus. Und hier geblockt. Von Finn Wiese. Wir haben es im ersten Spiel schon angesprochen. Es sind so viele Kreisliga-Spieler im Kader der Mühlis. Gefühlt so viele wie noch nie. Aber auch die Landesliga-Vertreter stehen jetzt nicht wirklich rosig da. FC Preußen Espelkamp, Platz 12. Abstiegsplatz. Kutenhausen, Totenhausen, Platz 11. Abstiegsplatz. Jetzt aber die große Chance. Struck, aber das Früchtel. Mit der Parade. Ja, der macht schon einen klasse Eindruck. Wirkt da ganz ruhig und abgeklärt. Wo ist Idol Manuel Neuer? Nächste Chance, wieder Früchtel. Da meine ich auch Spaß mit den Katar. Nächste Chance, aber jetzt ist auch Sander zur Stelle. Auch die Mühlis haben einen starken Torwart. Also die beiden Landesliga-Vertreter, Espelkamp und Kutenhausen, beide auf dem Abstiegsplatz. Espelkamp in 12 Spielen 3 Punkte geholt. Kutenhausen in 12 Spielen 5 Punkte. Also auch nicht wirklich rosig. Und gleichzeitig das 3:0 für die Bayern. Torschütze war Sascha Kovacevic. Wieder Früchtel. Mit den Füßen zur Stelle. Gut, geht jetzt im Kampf. Das Früchtel. Dieses leichte Auf- und Abhüpfen nach dem Abroller von Neuer schon ziemlich gut drauf hat. Das ist genau der gleiche Bewegungsablauf. Spricht auch von seinem großen Idol. War für ihn ein Traum, mit ihm trainieren zu dürfen. Ist die Aussage. Ansonsten habe ich es im ersten Spiel schon kurz angedeutet. Sehr schade, was medial wieder abgeht. Und auch jetzt ist ein Beraterkampf ausgebrochen. Die ganzen Berater melden sich täglich beim jungen Torwart. Bisher erledigt das alles sein Vater. Und ich habe schon mittags schon mal gesagt, schön wäre doch, wenn man die jungen Burschen einfach Fußball spielen lassen würde. Die sich in Ruhe entwickeln lassen würde. Und wenn sie 20, 22 sind, dann kann man sie immer noch in den Himmel heben. Aber auch das werden die Bayern vorbildlich im Blick haben und ja, die schützende Hand über ihren Jungen halten. Klasse gespielt jetzt hier. Die Mühlis haben einen Torwartwechsel vorgenommen. Moritz Sander kommt, wir nehmen erst die Chance mit, aber wieder Wutzke glücklos im Abschluss. Und dann lässt sich das alles ganz locker spielen. Nico Fink mit dem 5:0. Da hat sich Fabian Rabach ziemlich einfach überspielen lassen. Also, im Tor der Mühlis jetzt Vincent Lambern. Preußen Espelkamp. Ehemals aus der Stemweder Jugend. Zu den Preußen gewechselt. Und jetzt hier erstmals auf der Platte. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, über den Trainer der Bayern zu sprechen, Danny Schwarz. Dem einen oder anderen Fußballfan sollte er bekannt sein. Er ist erst seit diesem Jahr Trainer der U16. Es gab ein paar Veränderungen im Winter bei den Bayern in der Jugendabteilung. Danny Schwarz war vorher Co-Trainer von Heiko Vogel, der ja Trainer der U23. Heiko Vogel noch bekannt als Cheftrainer in Basel. Spielte da auch Champions League. Schwarz könnte man kennen aus seiner Bundesliga-Zeit bei Spielvereinigung Unterhaching. Auch bei 1860 München hat er gespielt. Dann auch der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Wenn wir schon bei Ex-Profi sind,
Torwarttrainer, unter anderem dann auch für Christian Früchtl Uwe Gospodarek, auch er noch ein bekannter Name, Torwarttrainer in der Jugend der Bayern. Spielte für Bochum, Burghausen und auch Mönchengladbach. Und die Bayern wieder mit Druck und Lampen hält den Ball mit seiner Fußabwehr. Spielt jetzt unglaublich tief in der Hälfte der Mühlis. Kaum noch Entlastung, kaum noch Befreiung. Die Bayern eindeutig besser. Rutzke. Abschluss geblockt. Vorne da mit dem Ball. Nach vorne. Klasse gespielt und das 5-0, es wird ganz bitter. Franke Wiener. Und das wieder schön rausgespielt. Dreieinhalb Minuten sind's noch. Meisenberg sagte, die Jungs sollen die Spiele genießen. Das so leicht fällt hier gegen die Bayern. Ist und bleibt natürlich was Besonderes für die Auswärtsspieler. Trotzdem ein bisschen mehr Gegenwehr, hätten wir uns schon gewünscht. Die Bayern spielen es jetzt ganz cool zu Ende. Schonen sich ein bisschen. Letzter Auftritt für heute. Betreutes Auslaufen für die Münchner. Morgen wartet ein aus Münchner Sicht hoffentlich langer Tag. Und da kann man es jetzt schon mal etwas ruhiger angehen lassen. Lampen nochmal gegen Marcel Zieler. Ah, die Pässe jetzt noch ungenau. Kommt nicht genau in den Spielfuß. Hüpfen leicht. Fehlt so ein bisschen die Genauigkeit jetzt im Passspiel. Dass wir uns nicht falsch verstehen, dass die Bayern hier, die Mühlis dominieren, ist natürlich jetzt keine Sensation und auch keine Blamage oder sonstiges für die Auswahl. So ein endgültiges Fazit ziehen wir natürlich nicht vor morgen Mittag, nicht vor den Achtelfinalspielen. Und wer weiß, vielleicht geht es ja noch weiter. Nochmal zu groß für die Mühlis, aber wir unterstützen unsere Mannschaft für die letzte Spielminute. Eine Minute. Ist jetzt noch zu gehen. Für unsere Auswahl. Die Halle spendet nochmal aufmunternden Applaus. Das sind dann Momente unabhängig vom Spielstand. Die erlebt man nicht so oft in seinem Fußballerleben. Nicht in den Filmen, wo wir uns hier befinden. Und jetzt das Eigentor, Missverständnis. Nico Fink hat sein Torwart woanders gesehen. Immerhin ein Tor
gegen den großen FC Bayern München. Er sieht doch etwas freundlicher aus. So, kommt nochmal, Finale. Dieses Spiel. Jetzt angriff der Bayern nochmal. Es bleibt beim 5:1 der Bayern gegen die Mühlis. Letzte Aktion. Also, hochverdienter Sieg der Bayern. Morgen früh geht's für die Mühlis weiter, 8:30 Uhr. Bis dahin, munter putzen, weitermachen.